Wir waren wieder in dem gleichen Raum gefangen. Dieses Mal dachte ich, dass Alexander uns einfach raussprengen könnte. Raussprengen? Wäre das nicht gegen die Rätselehre? Nein, Pa, machen wir das richtig. Mein Sohn fand endlich Gefallen an Rätseln. Und ich hätte kein stolzerer Papa sein können. Ich hatte einen Hinweis gefunden. Hoffentlich erscheint bei der richtigen Melodie ein guter Geist. Das kann nicht sein. Ich probier's nochmal. Achtung, ich suche nach Hinweisen. Das könnte eine Weile dauern. Auf dem Schild stand, 4 Streichhölzer wegstecken und die Antwort hat 3x3 Ecken. Gelöst. Da drin war nur eine Farbsequenz, sonst nichts. Leute, ich habe etwas gefunden! Alle Hinweise auf den Tisch. Ich wusste, dass etwas fehlt. Das muss die Reihenfolge für die Noten sein. Ich hatte gehofft, dass die richtige Melodie ein Pegahorn ruft. Na, spiel weiter. Pa, schau mal. Ich hab's. Ich hab das Puzzle gelöst. Ein schönes Bild, aber wie soll das ein Hinweis sein? Ein Teil ist noch übrig. Keine Ahnung, vielleicht hat das ja was damit zu tun. Ich bin so stolz auf dich, Sohn. Vielen Dank. Noch ein Hinweis. Noch ein Hinweis. Kann mir jemand helfen? Ich habe es fast zusammen. Dieses Schild muss man nicht lesen. Kopfschütteln, dann ist's gewesen. Spannend.
Hab ich dir schon die witzige Geschichte von der schwarzen Katze und der Treppe erzählt? Weißt du, irgendwie mag ich es, dass diese Familie so seltsam ist. Erst fand ich es komisch, aber es ist irgendwie liebenswert. Also, gibt's zu Hause Prinzessinnen, die ich treffen könnte? Dunkle Haare, olivgrüne Haut, grüner Schleier. Das wäre mein Typ. Die ganze Sache wäre viel einfacher, wenn ich an meine Zauberkarte gedacht hätte. Hab ich dir schon die witzige Geschichte von der schwarzen Katze und der Treppe erzählt? Wir mussten den Code knacken, um zu entkommen.